Künstler, der einmal sagte, die Malerei ist die stumme Poesie und die Poesie ist die blinde Malerei. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam mit dem exzellenten Kenner des künstlerischen Schaffens von Kari Kneffel mit Herrn Friese in diese Welt eintauchen. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude dabei und gebe Ihnen das Wort weiter. Danke schön. Sehr geehrte Frau Brandenburger Eisele, sehr geehrter Herr Burda, liebe Karin, wir sind furchtbar mit Lob überschüttet worden, sicher mit Recht, ich irgendwie noch völlig mit Unrecht, aber ich zweifle sehr, ob das sich irgendwie alles einlösen kann, was Sie jetzt hier gerade so selbstverständlich über mich gesagt haben, aber ich hoffe, dass ich Sie nicht allzu sehr langweilen werde. Ihre Rede hatte einen unglaublichen Vorteil, sie hat uns nämlich nicht weiter mit der Biografie von Kari Kneffel beschäftigt und ich werde das auch nicht tun. Sie ist für jeden nachlesbar, dieser Katalog der Ausstellung dokumentiert das in der gebotenen Zurückhaltung und die Werke, die zu sehen sind, sprechen, glaube ich, das viel besser aus, über das ich jetzt ein wenig nachdenken wollte und ich wollte eben eigentlich darüber nachdenken, dass die meiste Kunst, die im Moment sehr erfolgreich ist auf dem Kunstmarkt, immer auch eine gewisse Prätention hat. Und diese Prätention ist im Moment komischerweise eigentlich fast immer eine politische Ausrichtung. Sie werden kaum einen Maler finden, der nicht in irgendeiner Weise seine installativen, seine malerischen und seine skulpturalen Fähigkeiten damit verbindet. Bei Karin Kneffel kommt dann immer wieder dieser wunderbare Bezug, ich bin bloße Malerin. Dabei können wir es natürlich nicht lassen, weil die Malerei von Karin Kneffel berührt uns ja komischerweise selbstverständlich und sehr stark. Und diese Berührung kommt ja wahrscheinlich nicht daher, dass es Bilder für Bilder sind, sondern dass es eben auch Bilder sind, in denen Menschen und in denen die Dinge von Menschen eine unglaubliche Rolle spielen. Und so ist wahrscheinlich auch relativ bewusst, gerade am Anfang dieser Ausstellung, eine Wand zu sehen mit lauter kleinen Bildern, auf denen ganz viele Menschen zu sehen sind. Diese Menschen sind... Und vier von diesen Menschen auf diesen Bildern sind auch hier anwesend, sind eigentlich Allerweltsmenschen. Allerweltsmenschen in Kontexten, die aber nicht in der Allerwelt sind, sondern es sind eben kunsthistorische Zusammenhänge, es sind Fresken, es sind barocke Deckengemälde, die aber als Wandbilder erscheinen, die Künstlerin für sich zurechtgezogen hat. Und diese Menschen in diesen verschachtelten Verhältnissen, wie es Katrin Lorch in einem wunderbaren Text des Katalogs genannt hat, können noch nicht mal mehr Haltung annehmen, werden noch nicht mal mehr mit dem Posieren verbunden. Es ist nämlich so, als wäre der ganze Körper, der dasteht, an dem Blick der Malerin aufgehängt. Und so ist eigentlich dieser ganze Text von Katrin Lorch eine wunderbare, einfache, schöne und klare Beschreibung dessen, was die Malerin Kari Kneffel tut. Und deswegen empfehle ich euch unbedingt auch diesen Text zur Lektüre. Und dass diese Menschen an dem Blick der Malerin hängen und trotzdem in ihrer Allerweltshaftigkeit eingebettet sind in einen kunsthistorischen Kontext, heißt eigentlich auch, wie sehr diese Malerin in all ihren Bildern mit der Kunstgeschichte sich beschäftigt. Es sind Bilder produziert, die dann an die Wände kommen, sondern jedes Bild hat seine genaue Begründung und hat seinen genauen Text. Und dieser genaue Text kommt aus einem kleinen Lieblingsbuch von mir, da ist er etwas mitgeschrieben, wie aus einem aufgerollten Ungeheuer, dem Rahmen des Buches entsprungenen Plutarch, lese ich aus den heiteren und heimlich bekümmerten Gesichtern, dem lebhaften oder gedrückten Gange, dem wechselseitigen Benehmen der Familienmitglieder, den einzelnen halb unwillkürlichen berühmten Menschen zusammen. Und wahrlich, man kann die Berühmten nicht verstehen, wenn man die Obskuren nicht durchgefühlt hat. Von dem Wortwechsel weinhängster Karrenschieber spinnt sich ein unsichtbarer, aber ununterbrochener Faden bis zu dem Zwist der Göttersöhne. Und in der jungen Mara seit ab vom Gewühl der Tanzenden folgt, liegen als Embryo die Julien, die Didos und die Medik. Und dieser Kontext zwischen dem, wie wir es inzwischen gewohnt sind, High and Low, dem Alltäglichen und dem Besonderen, den großen Bildern der Kunstgeschichte und den großen Zeitgenossen, an denen sich natürlich auch eine solche Serie misst und in denen sie sich irgendwie der Konkurrenz aufstellt, ohne dass das irgendwie pathetisch wäre,
Denn wir wissen natürlich alle, dass Thomas Struth, das Candida Höfer und auch Andreas Gursky unglaublich viele und wichtige und auch benannte Fotoserien ihrer neuen Arbeiten in Museen gemacht haben. Diese Fotos sind alle betitelt und haben alle einen genauen Ort. Bei Karen Kneffel ist es ganz anders. Den Bildern wird ihre Herkunft beraubt und sie brauchen nicht die Vergewisserung einer Autorität, wo sie jetzt genau wissen, ah, das ist der Prado oder ah, das ist der Mensch dort, sondern hier ist es der Mensch, den sie sich selber zusammensetzen müssen, und dieses Bild müssen sie sich eben auch selber betrachten. Die Darstellung der Allerweltsmenschen hat eine große Tradition in ihrer Arbeit. Es fing eigentlich an bei den fliehenden Hasen, es ging weiter über die Tierköpfe und es ging weiter und weiter und weiter und es ging bis zu den Hunden, von denen Sie eigentlich eines der letzten Bilder noch in dieser Ausstellung sehen. Wenn man die Konsequenz ihrer Arbeit als motivische Konsequenz betrachtet, dann gibt es, glaube ich, kaum einen Künstler, der so deutlich immer wieder neu anfängt, natürlich einen erkennbaren Malstil hat, aber in diesem erkennbaren Malspiel wirklich an den geringfügigen Dingen immer das Äußerste entzündet. Dass ich 2003 auf einer Messe vor einem Bild von mir stand und ich wirklich buchstäblich in den Knien ging vor einem kleinen, unscheinbaren Hundebild in diesen Tausenden von Bildern bei ihrer Schweizer Galerie. Und ich denke, dass diese Erscheinung von Bildern eben auch daher rührt, dass sie genau die richtigen Gegenstände wird. Dieser Hund hat natürlich etwas scheinbar Niedliches. Auf die Frage, ob sie Hunde malt, weil sie sie mag, antwortet sie mit Recht, nein, sie malt sie, weil sie Angst vor ihnen hat und weil sie eine bestimmte Distanz zu ihnen empfinden kann. Und diese Distanz wird dann überführt in Bilder, die auch nicht mehr die Rührung von Hunden ausstrahlen, sondern die eine Rührung von Bildern ausstrahlen, die eben als Bilder so gelungen sind, dass sie eine gewisse Atemlosigkeit von diesen Bildern empfinden. Sie sind verbunden mit Teppichen, mit Ornamenten, mit Teilen unserer Geschichte. Und so wie zum Beispiel in diesen ganzen Ateliers sind natürlich die Darstellung der Gegenstände der 70er Jahre versammelt. Die 70er Jahre hatten nun, wie Sie alle rechts oder eben links von mir sehen, sehr unangenehme Vorhänge. Diese unangenehmen Vorhänge haben bei uns unglaubliche Depressionen und Niedergeschlagenheiten ausgelöst. Das tun sie bei diesem Bild offensichtlich nicht. Und genau das ist ihre Kunst. Die Hinterhöfe haben genau dasselbe. Eigentlich könnte man viele dieser Bilder auch als eine Form von gemalter Architekturkritik verstehen, wenn sie diese irrsinnigen Hochhausanlagen, in denen manche Häuser, manche Fenster erleuchtet sind, manche Fenster nicht, oder ein Bild ganz in seinem Grün selbst abgedunkelt ist. Natürlich ist das selbst abgedunkelte Grün das Malereignis. Und natürlich ist die hineinwachsende hässliche Natur auch das Malereignis. Aber es bleibt uns nicht erspart, uns mit diesen emotionalen Tiefen dieser Bilder auseinanderzusetzen. Und so ist es auch hier. In diesem Bild hinter mir sind Menschen, ist der Vorhang, ist der Gedanke und all das in grenzenloser, allogischer Zusammenstellung, aber trotzdem, wie es in einem meiner Lieblingstexte über Karen Kneffel neulich mal zu lesen war, ist es eben ein Bild, in dem alles an seinem richtigen Platz ist. Und dieser richtige Platz wird von der Malerin bestimmt und von niemand anderem. Ich kenne eigentlich, und das sage ich natürlich als Galerist leichter, und man kann da natürlich überdenken, dass ein Galerist auch immer eine bestimmte Form von Vertretungsbehauptung und kommerzieller Durchsetzungswunsch hat, aber das macht eigentlich auch nichts, weil ich bin ja hier gebeten worden zu reden und Sie haben ja gesagt, dass ich der Kenner der Sache bin, also insofern kann ich mir das auch durchaus zutrauen. Ich kenne eigentlich niemanden, von dem Sie über eine solche ausschnitthafte Ausstellung, und wir haben ja eigentlich nur ein Lag von 3 bis 4 Jahren hier zu sehen, eine so große Entwicklung haben, und wenn Sie in den Raum, dessen Anfang jetzt der Bruder hier bildet, hineingehen, dann sehen Sie eben 2 Sesselbilder, da ist vielleicht das erste und das letzte Bild dieser Serie, und es sind eben Bilder, die unglaublich zusammenkomponiert sind. Weit von jedem Realismus wird hier eine Atmosphäre erzeugt, die das Bild bestimmt, und das erste Bild ist vielleicht einfach in der Verschiebung und das letzte Bild ist so schwierig, dass Karen Kneffel immer beim Betrachten sagte, Sie müssen sich auf den Kopf drehen, dann können Sie erkennen, wie es gedacht ist, und ich scheue mich immer, diese Bemühung zu machen, weil ich irgendwie auf dieses Bild gucken will und das Bild wahrnehmen will und es dadurch ganz sehen will. Und ich glaube auch, dass wenn ich mich nicht umdrehe, ich mehr von dem Bild sehe, auch wenn ich natürlich nicht erkennen kann, wie der Raum komponiert ist.
Und dieses Entziehen der Komposition, dem Betrachter die Kompositionsdurchschaubarkeit zu entziehen und gleichzeitig Bilder zu schaffen, die in sich vollkommen sind, mit einer hohen malerischen, mit einer hohen emotionalen Tiefe, das ist, glaube ich, die Kunst von Karl Kneffel. Daran wird es irgendwie offensichtlich weitergehen, denn die Bilder steigern sich, das eine wird verlassen, ohne dass das andere dadurch negativiert wird. Und so denke ich, können wir uns heute auf der einen Seite sehr zufrieden mit dieser Ausstellung sein, auf der anderen Seite eben auch sehr freuen auf das, was weiterkommt. Und da ich die Bilder kenne, die in New York sind, kann ich nur sagen, ich wäre jetzt gern Galerist in New York. Ausstellungseröffnung gibt, aber ich nehme an, die Ausstellung ist jetzt eröffnet. Ja, so ist es.